Das ist der Emax Tinyhawk S, der endlich 2S fliegen kann. Also kann sowohl ein S als auch 2S Akku fliegen. Mit 2S ist er natürlich schön schnell. Bei meinem habe ich sogar einen XT30 Stecker angebracht, damit ich meine vorhandenen Akkus nutzen kann. Im Lieferumfang ist eine Aufbewahrungsbox, ein S-Akku, ein 2S-Akku und ein USB-Ladegerät zum Laden von bis zu 6 Akkus. In eine Reihe passen 3 2S-Akkus und unten 3 1S-Akkus. Wichtig ist, wenn man 2S fliegen möchte, dass man in der FPV-Brille bei der OSD-Einstellungen auf das Profil 2 umschaltet, damit man optimal 2S fliegen kann. Die USB-Buchse für die PC-Konfiguration von dem Whoop ist oben leicht zugänglich. Die Motoren sind kleine 082 mit 5500 kV. Innen sitzt ein R4-Flugcontroller. Rechts unten sieht man den Bindungsknopf, um sich mit dem D8-Empfänger zu verbinden. Für besseren Empfang kann man die Antenne nach oben aus dem Gehäuse rausnehmen. Ich habe hier für meinen 2S-Akku den Stromstecker auf XT30 gewechselt. So kann ich meine alle 2S-Akkus nutzen, weil Emax da einen eigenen 2S-Stromstecker nutzt. Hier ein Vergleich mit dem Emax Freestyle Racer, den ich aber nur erfahrenen Piloten empfehlen würde. Der Tinyhawk ist perfekt für jeden FPV-Einsteiger. Erst wenn man FPV fliegen kann, sollte man sich einen Freestyle Racer von Emax holen. Den Tinyhawk kann man mit 2S-Akku draußen sehr schnell auf der Wiese fliegen lassen. Mit einem 1S-Akku kannst du sehr gut fliegen üben. Und das egal, wo du bist, ob zu Hause oder im Garten. Mit einem 1S-Akku kannst du zuerst fliegen lernen und wenn du besser wirst, kannst du auf 2S umsteigen und dann draußen so richtig Gas geben. Das Gute von Emax Whoop ist, dass alles schon perfekt eingestellt ist. Du brauchst nur einen Taranisender mit dem Whoop verbinden und es kann sofort losgehen, ohne irgendwelche Erfahrungen mit dem Betterfly-Konfigurator am PC machen zu müssen. Die Kamera von dem Emax ist eine einfache CMOS-Kamera, die so gerade ein akzeptables Bild für den Einsteiger liefert. Hier hätte ich mir gerne eine EOS 2 oder Runcam Nano 2 Kamera gewünscht. Aber so bleibt der Whoop leicht und das ist auch sehr wichtig, um länger fliegen zu können. Mit einem 1S-Akku fliegt man über 5 Minuten lang. Das ist klasse. Bei 2S-Akku sind es immerhin noch ca. 4 Minuten, aber man fliegt auch schneller. Der Empfang des Videosenders ist ausreichend für ca. 100-150 Meter Umgebung. Das gleiche gilt auch für den D8-Empfänger, der auch nicht besonders große Reichweite hat. Hier könnte man aber einen externen Empfänger einbauen, da die Anschlüsse vorhanden sind. Ich finde den Emax Tinyhawk als einen der besten Einsteigerwhoops, die man sich holen kann. Er fliegt am besten von allen Tinyhawks und ist ein perfekter FPV-Einsteigerwhoop. We'll be right back.